ich hatte immer wieder Klienten, die gesagt haben, nee, ich bin nicht hochsensibel, so wie das beschrieben wird. Ich habe keine Geräuschempfindlichkeit, ich habe keine Lichtempfindlichkeit, ich bin nicht irgendwie nahrungsmittelintolerant. Nee, aber ich spüre Stimmungen im Raum. Ich merke, wenn es Menschen schlecht geht, meine Empathie ist stark ausgeprägt, aber ich bin nicht hochsensibel. Ja, okay, was bist du denn dann? Ja, also ich würde es vielleicht eher hochsensitiv beschreiben. Ja, okay, macht Sinn. Ne? Es macht, und jetzt drehen wir es um. Es gibt andere Menschen, die haben gesagt, ja, also für mich, mein ganzes System, der ganze Körper, alle Sinne, gerade die 6 körperlichen Sinne, sind auf immer Hab-8-Stellung und haben riesige, weit ausgefahrene Antennen. Aber mit diesen Wahrnehmungen der Emotionen und der Stimmung, da habe ich es nicht so. Und das fand ich sehr logisch, dann zu sagen, okay, Hochsensibilität ist die Wahrnehmung über die 5 körperlichen Sinne, die besonders stark ausgeprägt ist. Und die Hochsensitivität ist die Wahrnehmung über den 6., 7. Sinn. Also das Spüren von Stimmungen, Emotionen, Schwingungen, Energie im Raum, in einem Menschen, bei einem Tier, Bedürfnisse. Das ist so für mich eine sehr logische und auch wichtige Unterscheidung für meine Klienten gewesen. Genau, und dann dementsprechend ist ja dann auch so ein bisschen die Herangehensweise oder wie gehe ich damit um, auch unterschiedlich. Ne? Gerade für hochsensible Mütter oder auch Väter, aber meistens sind es ja dann doch die Mütter jetzt, die haben ja ganz, ganz große Herausforderungen, weil sie sind ja wirklich in allen Bereichen eigentlich gefordert. Ne? Also sei es dann wirklich der Geräuschpegel am Tagesablauf, ne, mit kleinen Kindern oder überhaupt mit Kindern, aber eben auch die Emotionen, die sie da aufnehmen. Gerade bei nahestehenden Menschen ist es ja extrem schwierig. Ne? Ja, also für mich war genau das Schwierigste, ja. Der Geräuschpegel. Und wenn die sich gestritten haben und wenn die ihre Motzphase hatten und sich auf den Boden geschmissen haben, egal wo, ja. Oh, also wirklich, manchmal, das war wirklich kaum zum Aushalten. Das Zweite ist, wenn du erkennst, und du erkennst es ja in der Regel früher als der Betroffene, dem geht's nicht gut. Dem geht's nicht gut, irgendwas ist nicht in Ordnung. Beim kleinen Kind, der kriegt gleich Fieber. Und bei mir war das so, ich habe die Uhr nachstellen können, ich habe das Kind angeschaut, da war nichts, habe gemessen, war nichts. Eine Stunde später war das Fieber da. Du siehst es praktisch kommen. Du siehst auch kommen, wenn einer beim Gang und kommt zur Tür rein, oh, die Schularbeit ist nicht so super gelaufen, Klassenarbeit zurückgekriegt, schlechte Note. Das sehe ich, ja. Und dann, wie gehst du damit rum? Und da habe ich zum Glück, ich meine, ich habe ja von dem Ganzen noch nichts gewusst, ja. Aber ich hatte 2 Hunde. Und die Hunde waren einerseits meine Fitnessgeräte und auch meine Ausrede. Nämlich, ich muss jetzt mit den Hunden raus. Ja. Rausgehen heißt immer in die Natur. Das war nie in der Stadt, ja. Ich immer auf dem Land, ich bin Landei, ja. Also in der Stadt geht gar nicht, ja. Aber raus, den Höhenrückenweg in Konstanz gelaufen oder im Wald bei Immerfelden-Walldorf oder wo immer ich gerade gewohnt habe, rausgehen in die Natur. Da hast du, also für mich war das wirklich ein Aufladen. Mhm. Rückzugsort, Stille, als die Kinder klein waren oder mit meinem Enkel auch in einem Kinderwagen, ja, die finden da immer was Schönes, Spannendes. Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt bei hochsensiblen Kindern, wirklich wichtigen Punkt. Körperliches Ausagieren von Stress, Reizüberflutung. Also die Kinder können damit sehr viel Stress abbauen. Ne? Du hast wahrscheinlich schon oft genug darüber gesprochen, über den Stresshormonpegel, Cortison und Adrenalin und Noradrenalin und Cortisol, all das. Das ist ein Giftcocktail, der kreist im Körper. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, den loszuwerden. Und bei Kindern, dem kann ich sagen, meditier mal und geh mal ein bisschen um in dich. Ja, hab schön Sex, auch sehr hilfreich. Funktioniert nicht. Aber Sport funktioniert. Mhm. Sportbewegungen austoben, schwitzen. Ist aber auch für uns Eltern nicht unbedingt verkehrt, ne? Also Bewegung. Natürlich, natürlich. Ja, du darfst, wenn du einen Kinderwagen schiebst, ruhig mal schnell machen. Ja, und selber kommen, ja. Absolut.